Die Feier der Liturgie und speziell der Eucharistie ist das Lebenszentrum der Kirche. Nirgends ist die Kirche so sehr bei ihrem Herrn und so sehr bei sich selbst wie in der Feier der Eucharistie. Sie ist Inbegriff und Summe unseres Glaubens. Das ist ein Gedanke, den Benedikt XVI. Immer wiederholt hat, nicht nur als Papst, sondern auch schon vorher, und damit so etwas wie eine kurze Zusammenfassung über den Primat der Liturgie gibt, den das letzte Konzil in einer Konstitution der ersten formuliert hat. Das wird heute oft in Frage gestellt, wenn wir die Frage stellen, was ist in unserer Zeit heute zu tun? Was ist denn das Wichtigste? In der Regel kommt dann Liturgie ganz am Schluss. So sieht sie dann auch aus. Beim Propheten Haggai haben wir eine ganz ähnliche Fragestellung. Hier ist auch irgendwie alles verkommen. Kein Wunder. Man war aus der Heimat weggeführt. Das Heiligtum war zerstört. Als man zurückkommt, hatten sich dort andere breit gemacht. Man ist nicht willkommen. Das ist ja nicht einfach leer geblieben, dieser Ort. Auch nicht der Ort des Heiligtums, auch nicht da, wo die Menschen wohnten. Sie müssen sich erst langsam wieder hineinfinden. Was ist das Erste, was wir tun müssen, fragen sie sich. Und klar, warum sollte das da anders sein als bei uns? Jeder ist sich selbst der Nächste. Schauen wir mal, dass wir ein anständiges Dach über dem Kopf haben und dann schauen wir mal weiter. Und wenn wir dann ein paar Nächte gut geschlafen haben, dann kümmern wir uns auch mal um den lieben Gott. So wird man damals gedacht haben. Und der Prophet greift das auf. Ist das denn recht, dass ihr in euren Häusern wohnt und der Tempel de facto nicht existiert, sondern noch nicht mal eine Baustelle ist? Wo ist der Primat? Und dann zählt er auf. Und es ist im Grunde genommen noch eine Realitätsbeschreibung auch für unsere kirchliche Wirklichkeit. Ihr sät viel und erntet wenig, ihr esst und werdet nicht satt, ihr trinkt, aber zum Betrinken reicht es euch nicht. Und wer etwas verdient, verdient in einem löchrigen Beutel. Naja, vielleicht müssten wir da eine Ausnahme machen. Mit dem Geld stimmt es ja immer noch in unserer Kirche, zumindest hierzulande. Es muss umgekehrt sein, sagt der Prophet Haggai. Ihr müsst euch zuerst um die Sache Gottes kümmern. Ihr müsst euch zuerst um den Tempel kümmern. Und dann von dort ausgehend, wenn ihr das als den wichtigsten, sozusagen den archimedischen Punkt eurer Existenz begreift, dann ergibt sich alles andere von selber. Dann ist Segen verheißen. Das war nicht nur damals eine Provokation. Es scheint mir, wenn wir es an uns heranlassen, ist es das auch heute noch.